Hallo, hallo Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Star Fox Adventures. Wir machen jetzt gleich nochmal unseren Freund, den Stego, nein, den fetten T-Rex. Aber zuerst würde ich sagen, füllen wir uns mal auf. Komisch, dass wir wieder hier sind. Wieso habe ich so wenig Lebenspunkte? Sagt bloß, ich bin jetzt einmal down gegangen. Falls ja, zählt es nicht. Nein, ich bin nicht down gegangen. Ja, komm, 11 Reifen. Die Life Energy reicht mir eigentlich auch. Dann wollen wir nochmal. Dieses Mal macht uns diese Masturbationsechse nicht fertig. Kann man das vielleicht überspringen? Hoffentlich ist dieser Boss bald vorbei, denn mit seiner Größe macht er mir wirklich ein wenig Angst. Oh mein Gott, er kommt! Ja, wow, du bist ein ganz schöner. Ja, komm her, kleines Knuddelchen. Okay, mach mal auf. Man sagte mir, es sei... Oh, scheiße, da kommt er ja von da. Da kommt er und jetzt los. Einfach draufwerfen, hat man mir gesagt. Und es hat gemacht! Und es hat Bäm gemacht! Komm, steh auf. Ja, los, Dicky. Laufen wir dem Pfosten mal hinterher. Der checkt anscheinend nicht, dass wir hinter ihm sind. Aber das wollen wir ihm jetzt nicht sagen. Wir rennen ihm einfach mit einer fetten Bombe hinterher. Ist natürlich normal, dass man das macht. Ich finde es so, als wäre das irgendwie Tierquälerei. Nein. Oh. Das heißt, er kommt von da. Was? Nee. Oh. Oh, fuck. Der hat sich umgedreht. Der ist nicht so doof, wie ich dachte, da kann sie rumdrehen. So, nimm das, du Pfosten. Oh, naja. Nehmen wir eben ein wenig Damage ein. Jetzt lass mich hier. Ja, flüchtet er in diese Richtung. Wetten, diesen Dinosaurier haben sie auch aus Jurassic Fight Club geklaut, ne, Jurassic Park. Der kommt von mir von da, wetten. Wetten, der steht eigentlich direkt vor mir. Ich hab so ein ungutes Gefühl. Oh fuck, der ist ja schon da. Oh, das war ein Fehler. So, es hat doch mich wütend gemacht. Weil er mir ein ganzes Herz abgezockt hat, dieser blöde Bastard. Jetzt hau ich dir mal eine Granate in den Arsch. Ja, will er jetzt mal kommen? Ich glaube, der steht schon wieder hinter mir. Hab voll Angst, dass er jetzt von da kommt. Scheiße, da ist er ja schon. Mann, er rennt einfach weiter. Nein! Ja, wie jetzt? Ach, das Arschloch. Rein mit dir. Dieser verdammte Bastard. Er ist nicht schlecht, das muss ich ihm lassen. Aber ich bin besser. Zitat von Starwolf in Star Fox 64 auf Venom, wenn man die harte Route genommen hat. Oh, der ist schon da. Boah, ich dachte, das ist jetzt eigentlich voll.
Alter, los, ich erwarte dich, du blödes Viech. Ah, da ist es ja, da ist es ja. Ich hab's vorher erstmal nicht gesehen. Jetzt redet schon um, du Blödmann! Los, komm on! Nimm das, du Pfosten! So, den zeigen wir, was eine Hacke ist. Der zeigt, wo der Hammer hängt. Pussy. Nimm die Bombe. Und wir auch sehen ins Maul. Aha. Nein, verdammt. Der sticht hinter mir. Ja, der ist ja direkt hinter mir. Kann man. Ah, ne, kann ich es in Fairies nicht einsetzen, weil ich ja eine Bombe trage. Oh, der ist schon da. Der kommt da, der kommt da. Der kommt von da. Komm her, Kleiner. Nein, dieses Schwanzgesicht. Dieses Schwanzgesicht, ey. Es geht mal sowas von aufs Maul. Ich hab wohl keinen Bock mehr. Jetzt geht's aufs Maul. Tun wir es überhaupt richtig? Dreht er sich jetzt um? Der Idiot dreht sich voll nicht rum, ich glaube, ich bin. Ja los, komm her, kotz deine Wut aus. Geschafft! Komm her, du Schwulette! Oh, ekelerregend. Aber trotzdem, ist mir scheißegal. Ja, wir haben den anderen Stein! Ist klar! Mal schnell in die Matrix gereist, oder wie? Da geht er down. Dann wisst ihr wohl, wo es als nächstes hingeht. Ich hasse dieses Viech. Aber der nächste Boss ist cool. Ja, Tricky kommt mit! Meine Frage, welches Schiff findet ihr besser? Das von Starwolf oder diesen Arwing? Naja, ihr kennt ja meine Meinung. Machen wir das mal. Am meisten müssen wir immer noch das einfachste Level machen. Das ist sehr, sehr schade. Ich bin sowas von unterfordert. Ganz klar, ihr solltet mal meine Hausaufgaben machen.
So, nicht kleiner. Ah, ich bin schon egal, Alter. Ja toll, Minen, ah, Minen, ah, Minen sind ja so schlimm. Komm schon, ich will einen neuen Score schaffen, Alter. Jo, wir haben den neuen Highscore geschafft, Alter. Das war doch mal geil. Oder? Jawohl, 1180 Punkte. Wir schaffen's. Phone Tail Time. Oh, Kamera. Das tut mir sehr, sehr leid. Könnt ihr mir noch einmal verzeihen, dass ich die Kamera... Verdammt, mein Scheißkind. Dann werden wir mal Schluss machen.